Ostereier. Ostereier. Jedes Kind weiß wohl, dass das Eier sind, die der Has zum Osterfest holet aus dem Hühnernest. Mühe macht es, sie zu holen, und sind glücklich, die gestohlen Ei. Wie muss sich Häslein plagen, unversehrt sie heimzutragen? Freilich, junge Hasenkinder finden nicht so viel dahinter, spielen mit den Eiern gar nicht beachtend die Gefahr. Oft gibt's Tränen, da ein Ei bricht ja gar zu leicht in zwei. Ist das Unglück erst geschehen, kann man die Bescherung sehen. Sicher ist euch allen kund, jedes Osterei ist bunt. Drum bemalen gelb, rot, blau Hasenmann und Hasenfrau kunstgerecht die weißen Eier, allzeit zu der Osterfeier. Nach Kolumbus einst benannt, ward das erste Ei, das stand, staunend mit Familie blickt. Drein der Hase, dem's geglückt. Manchmal sägt der Has ein Ei in zwei Hälften noch in zwei. Und zu einer Bonbonnière richtet er die Schalen her, Kindern Freude zu bereiten. Er sodann mit Süßigkeiten solche Eier füllen tut. Denn der Osterhas meint's gut, ist all dies bestellt aufs Best. Setzt er selber sich ins Nest, rings die Eier um sich her. Ach, das freut die Kinder sehr.